Predigtslam. Pfarrer treten in Bayreuth bei Predigtwettstreit gegeneinander an und selber predigen. Predikantinnen steigen ehrenamtlich in Kirchengemeinde auf die Kanzel. Ich begrüße Sie mit einem herzlichen Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum evangelischen Magazin bei TVO. Wer in einer evangelischen Kirche predigen möchte, muss nicht unbedingt Theologie studiert haben. Schon seit vielen Jahren halten Predikantinnen und Predikanten Gottesdienste und unterstützen damit die Gemeinden vor Ort. Ehrenamtlich und neben dem ganz normalen Beruf. Sabine Tauscher beim Gottesdienst in der Auferstehungskirche in Hof. Seit etwa 2 Jahren ist sie Predikantin. Gebete, Liturgie und Predigten, ganze Gottesdienste bereitet sie vor und das neben ihrem normalen Beruf als Katechetin in der Schule. In der Heimatgemeinde ist es für mich immer ganz besonders. Zum einen fühlt man sich hier und in unserer Partnergemeinde in Dölau relativ sicher, weil man mit den Gemeinden halt aufgewachsen und gewachsen ist. Aber da legt man für sich persönlich halt auch die Latte immer hoch, gerade bei der Predigt. Also das ist besonders in der Heimatgemeinde, weil man sich halt erkennt und umeinander weiß. Und da achtet man auch bei Gebeten in besonderer Form drauf. Insgesamt 16 Wochenenden, verteilt auf 2 Jahre, hat die Hoferin für das Ehrenamt absolviert. Mit dabei waren auch Ulla Knab und Kirsten Kurle. Die Ausbildung hat sie nicht nur im Wissen über Gottesdienst und theologische Fragen geschult. Ja, natürlich ist es zeitaufwendig, aber nachdem wir so eine Gemeinschaft geworden sind, in der wir uns mit ganz viel persönlichen Fragen auch auseinandergesetzt haben. Also wir hatten Todesfälle von nahen Verwandten in der Gruppe oder es gab jemand, der eine Krankheit hatte oder ich habe mich da gerade selbstständig gemacht. Da gab es immer wieder Themen, die man fernab von diesem ganzen fröhlichen Zusammensein beim Wein dann besprochen hat. Und wir haben halt immer eine Anbindung finden können zu dem, was wir gerade gelernt haben. Und es ist halt auch total spannend in dieser Ausbildung. Ich möchte auf jeden Fall dafür werben, weil es im Prinzip den Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Ob Handwerker, Anwältin, Landwirt oder Zollbeamte, in der Ausbildung zum Prädikant treffen sich die unterschiedlichsten Berufsgruppen. Neben dem theoretischen Input stehen auch ganz praktische Fragen. Also die schönste Übung ist immer der Segen. Das ist, da lernen die Menschen am meisten und das ist auch ein ganz starke Zuwendung an die Gemeinde. Also man muss da sehr präsent sein, man muss das Stehen, die Gestik, das Sprechen und den Blickkontakt koordinieren. Und das ist für jemanden, der das neu macht, ein bisschen schwierig, aber das wird gelernt. Aus dem Prädikantenkurs 2017 haben sich gute Freundschaften entwickelt und noch mehr Spaß am Ehrenamt. Seit letztem Jahr kommen die Freundinnen zusammen und organisieren das Catering für Veranstaltungen der Seelsorgestiftung Bayreuth. Seelsorge ist was total Wichtiges. Nicht alle Menschen, die Sorgen und Probleme, Ängste und Nöte haben, finden mehr den Weg in die Kirche. Und ich denke, umso wichtiger ist, dass da auch qualifizierte Menschen bereitstehen, die solchen Menschen in Lebenskrisen helfen. Und das möchte ich auch gerne mit unterstützen, denn nicht jeder hat es Glück, so wie mir das passiert ist in meiner schweren Zeit, dass er Freunde hat, die einen da durchtragen. Oft parallel zueinander halten die Freundinnen natürlich die Gottesdienste in ihren Heimatgemeinden. Die evangelische Kirche blickt dabei auf eine lange Tradition. Also es gibt sicher eine Wurzel in der Kriegszeit und in der Nachkriegszeit, wo die Pfarrerinnen gab es damals noch nicht, zumindest nicht in Bayern. Die waren an der Front oder in der Gefangenschaft und dann mussten Ehrenamtliche, verdiente Ehrenamtliche, ausgebildet und herangezogen werden, um die Gottesdienste in den Gemeinden zu halten. Das ist so eine der Wurzeln. Und das hat sich dann als ein, wenn man so will, als ein Markenzeichen evangelischer Kirche herausgestellt, dass auch Ehrenamtliche am Verkündigungsdienst teilhaben können. Und wie ist es nun als Predikantin ehrenamtlich Gottesdienste zu halten? Toll. Also ich halte sehr gerne Gottesdienste. Wir haben uns auch gerade über den Altenheim-Gottesdienste unterhalten. Auch die halte ich sehr gerne. Ich finde es sehr schön, mich einfach auch mit den Texten auseinanderzusetzen, wenn ich eine Predigt schreibe. Also ich finde, es ist eine wunderbare Aufgabe.
ist einfach schön, wenn man was weitergeben kann von dem, was man erlebt mit Gott. Und ich merke dann immer, mir hat damals mal jemand gesagt, du musst, wenn du predigst, musst du immer so dort stehen, dass du sagst, du hast was ganz Wichtiges zu verkündigen und du musst diese Leute lieben, die vor dir sitzen. Und das ist so mein Ansatz und so möchte ich auch meinen Dienst weiterhin verstehen, solange ich es noch tun kann. Fast 15-20% der evangelischen Gottesdienste werden mittlerweile von Lektoren und Prädikanten gehalten. Was auch wieder zeigt, das Priestertum aller Gläubigen ist längst auf den Kanzeln angekommen. Weitere Informationen zur Prädikantenausbildung finden Sie im Internet unter Bayern Evangelisch. Seit dem Jahr 2007-2008 macht ein ganz besonderes Predigtformat von sich reden. Der Predigtslam ist eine Mischung aus Poetry-Wettkampf und Predigt. Verschiedene Prediger treten gegeneinander an und müssen dabei in kurzer Zeit Bibelauslegungen auf den Punkt bringen. Diese kleine Glücksfee entscheidet am Abend über das Programm. Sie zieht die Reihenfolge, in der die Pfarrer predigen dürfen. Trotz auflockernder Musik und guter Stimmung im Publikum ist da natürlich auch noch das Lampenfieber. Ich gebe offen zu, bei einer 20-minütigen Predigt bin ich lange nicht so aufgeregt vor einer vollen Kirche wie jetzt hier bei diesem Predigtslärm. Es ist eine andere Hausnummer, es ist eine andere Liga, es ist einfach eine komplett andere Situation. Kamera ist da, eine Band ist da, das ist was anderes und ich bin nervös, aber ich freue mich unwahrscheinlich. Ich war nicht sicher, ob ich überhaupt teilnehmen soll, ob die Form wirklich angebracht ist. Und da fiel mir auf, dass im Alten Testament die Propheten manchmal auftraten auf dem Marktplatz und in Reimform oder sogar in einem Lied genau ihre Kritik an der Gesellschaft auf den Punkt brachten. Ich habe mir gedacht, okay, dann probieren wir das mal. Ich habe sowas in der Art noch nicht gemacht, aber ich denke, die Radioandachten bei Radio Mainwelle, die ja auch manchmal alternative Texte sind und natürlich mein kabarettistisches Wirken mit dem Weißblatt Bäffchen zusammengepicht, ist eine gute Vorbereitung drauf. Aber ich bin gespannt, was für ein Publikum kommt und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wie auch mein Text ist jetzt nicht so andächtig, sondern schon eher fränkisch, lustig, wie der ankommt. Der erste Bayreuther Slam in einer Kirche setzt wie das Poetry-Vorbild auf mehr oder weniger poetische Texte und auf das Voting der Zuschauer. Dazu kommt eine begrenzte Redezeit von 4 Minuten. Also meine große Hoffnung ist, dass die Predigt, die Andacht, dass das lebendig ist, dass die Gemeinde merkt, wie lebendig das sein kann, dass wir Pfarrer merken, wie lebendig wir eine Predigt und eine Andacht machen können und dass da viel Luft nach oben ist und dass vielleicht auch mehr Leute in Gottesdienst kommen. Ja, das wünsche ich mir schon auch. Und dass das Ganze einfach so interaktiver wird. Zum 50-jährigen Jubiläum der Bayreuther Friedenskirche hat der Pfarrer eine Idee umgesetzt, die er schon länger mit sich herumträgt. 7 Kollegen waren sofort dabei. Wenn wir spontan helfen, wenn wir gefragt sind, ob bei einer Frau, einem Mann oder Kind geben und teilen macht reicher, das gilt für Bayreuth und noch viel weiter. Wir müssen denen in Not helfen, ob hier, ob dort, bei uns in der Nachbarschaft oder an einem anderen Ort. Allererste Weihnacht war, da war ich auch unter die Leitung. Bei Kaspar Balthasar Melchior, ich schaue der König aus Bayreuth. Da gehe ich so im Badeanzug an der Glasscheibe vom Schwimmbadkiosk vorbei und wenn mein Kind mich nicht im richtigen Moment wegzerrt Richtung Wasserrutsche, ist es auch schon passiert, ich schaue hin. Am Ende des Abends kürt das Publikum den Gewinner. Gewonnen hat der Prediger, bei dem die Zuhörer am lautesten und gleichzeitig schönsten das Lied »Der Mond ist aufgegangen« singen. Vor der Siegerehrung tritt der Spoken-Word-Artist Marco Michalzig auf, ein professioneller Poetry-Slammer aus Darmstadt. Ich meine, da steckte ja in jedem mindestens so einem Message zum Mitnehmen irgendwie drin. Das war alles sehr pointiert und so auf den Punkt. Ich fand ganz, ganz schön, irgendwie am Anfang gab es dieses Bild, wahrscheinlich sitzt Jesus, würde Jesus heute eher so in der Raucherecke sitzen und mit den Leuten abhängen, die man nicht so in die Kirchen reinlässt oder die da irgendwie rausfallen. Das fand ich ein schönes Bild so. Das werde ich wahrscheinlich noch so ein bisschen mit mir rumtragen. Und die Predigtslam-Gemeinde kürt gleich 2 Gewinner. Die Weidenberger Pfarrerin Stefanie Lauterbach und den Bayreuther Pfarrer Hannes Schott. Beide bekommen das laut schönste Lied, »Der Mond ist aufgegangen«. Der Poetry-Slammer und Spoken-Word-Künstler Marco Michalzig war der Überraschungsgast des Abends. Extra aus Darmstadt ist er für uns und den Predigtwettstreit angereist. Sein aktuelles Album »Icarus« verbindet lyrische Texte mit Musik.
Herr Michalczyk, als Poetry Slammer ist man nicht einfach ein Redner, sondern ein Künstler, der mit Wörtern und Sätzen umgehen kann. Welche Erfahrungen haben Sie denn beim Slammen bislang gesammelt? Ja, ich finde es ganz toll, dass da eben Menschen sitzen, die extra an einem Abend kommen, nur um sich Texte anzuhören. Da ist keine Musik dabei und auch sonst nicht viel Show außenrum. Da geht es wirklich nur um die geschriebenen Texte und das gesprochene Wort. Man kommt nicht dahin, weil irgendwelche großen Namen auf dem Plakat stehen. Und das finde ich ganz spannend, dass es darum geht, trägt so ein Text. Ist der kreativ genug, lustig genug, spannend genug, damit jemand sich das irgendwie an einem Abend anhören will. Das finde ich, das ist ganz toll an dem Format. Wie erleben denn Sie als Christ das Leben auf einer ganz normalen Bühne? Ja, ich mache da nicht so zwei Schubladen auf. So, es gibt für mich nicht so die normale und die christliche oder die normale und die kirchliche Bühne. Irgendwie für mich ist es eigentlich egal, auf welcher Bühne ich gerade stehe. Ich habe auch nicht so zwei Kategorien von Texten. Im Grunde mache ich mir da auch gar keine Gedanken drüber, ob das vielleicht so sein könnte. Ich finde so diese... Das schafft eigentlich auch nur wieder so komische Grenzen, die es eigentlich gar nicht geben bräuchte, also für mich zumindest nicht. Was schätzen Sie denn an einer guten Predigt? Ich würde dann sagen, dass es eine gute Predigt war, wenn sie irgendwie auf dem Punkt ist und ich nicht so das Gefühl habe, naja, eigentlich gab es da einen coolen Gedanken drin und der ganze Rest war irgendwie so Verpackung außenrum. Und wenn es irgendwie sowas Anschauliches hat, also durch ein Bild oder durch eine Geschichte, die drin vorkommt, das sind so die Sachen, die merke ich mir dann, die weiß ich dann auch 2 Jahre später vielleicht manchmal noch. Es darf gerne auch mal ein bisschen so auf die Füße treten und ein bisschen provokant sein, darf ruhig auch mutig sein. Dann würde ich sagen, war das gut. Martin Luther hat ja mal über das Predigen gesagt, tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Was sagen Sie zu diesem Satz? Ja, das ist, ja, bin ich dabei. Das ist im Grunde ja so die Zuspitzung von dem, was ich vorher gesagt habe. Das würde ich so unterschreiben, ja, auf jeden Fall. Sie verbinden ja als Spoken-Word-Künstler auf Ihrem neuen Album Icarus Poesie mit Musik. Worum genau geht's? Ja, es ist ja eigentlich eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Die habe ich mir so ein bisschen ausgeliehen und zurechtgebogen, um ein Stück von meiner eigenen Geschichte zu erzählen, wo es ja in dieser Icarus-Geschichte um diesen Menschen geht, der sich Flügel gebastelt hat und dann fliegt er los und dann stürzt er aber irgendwann ab, weil er der Sonne zu nahe kommt. Und das so ein bisschen als Sinnbild oder so fast gleichnishaft dafür, dass man vielleicht irgendwann mal an dem Punkt ist in seinem Leben, wo man denkt, ja, jetzt bin ich ganz oben, jetzt habe ich es geschafft und dann kommt so ein Absturzmoment. Und man sitzt da und mit den ganzen Puzzleteilen, die dann so auseinandergegangen sind und der Frage, wie setze ich das jetzt neu zusammen? Christliche Message neben Millionen von ganz unterschiedlichen Videos. Wie wichtig ist das im Zeitalter von Streaming und YouTube? Ja, ich glaube, das ist ein Medium, was man natürlich nutzen kann. Ich finde, dass man das durchaus auch sollte und auch gucken sollte, was gibt es so für Kanäle, was gibt es so für Möglichkeiten, wo man irgendwie stattfinden kann. Wie für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein wichtiges Medium, wo viel drüber passiert. Ich glaube, ohne YouTube würde das gar nicht so gut funktionieren. Aber das muss am Ende auch, glaube ich, jeder selber entscheiden, wie wichtig das für ihn halt ist, was da so ankommt. Ich freue mich, wenn da Feedback kommt, dass Leute das auf YouTube gefunden haben und sie das irgendwie inspirierend oder spannend fanden. Aber das ist natürlich auch klar, dass es auch Menschen gibt, die da gar nichts mit anfangen können. Das ist auch okay. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch ein paar Texttipps für den nächsten Predigt-Slam? Ja, also im Grunde auch so ähnlich wie das, was wir schon vorher gesagt haben. Ich finde, es ist gut, wenn es irgendwie auf den Punkt ist, wenn man sich wirklich so drauf fokussiert, was möchte ich eigentlich sagen und das zuspitzt und runterbricht. Vielleicht auch mit einem neuen Bild und nicht immer so dieselben, die es schon irgendwie jahrhundertelang gab, um irgendwie so ein Thema zu beschreiben. Vielleicht sogar, indem man sich bewusst macht, dass wir manchmal ganz schön floskelig reden, so in unseren Gottesdiensten und Kirchen, und da mal bewusst drauf zu achten und auch darauf zu verzichten, irgendwie so bestimmte Formulierungen zu benutzen und das einfach mal so, wie man auch sonst redet, zu sagen. Dann wäre, glaube ich, schon ganz viel gewonnen. Dann wünsche ich Ihnen in jedem Fall weiterhin viel Erfolg und uns noch ganz viele tolle Auftritte mit Ihnen. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir sehen uns spätestens wieder ab dem 28. August mit einer besonderen Sendung über das Beste aus 10 Jahren Grüß Gott Oberfranken. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Zeit.